Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zur Police Academy. Was sage ich denn da? Police Quest natürlich, Teil 3. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe mal nachgeschaut, was man der Richterin geben muss. Und wir mussten zum Glück, ich musste zum Glück nicht nachspielen, weil uns das eine Dokument fehlt. Es war sehr ärgerlich, aber gut. Ist halt so. Aber was uns hier fehlt, ist tatsächlich das Foto und dieses Teil. Und das Foto, ihr seht auch schon, ich habe nur diese Beweisstücke, dieses abgekratzte Blut abgegeben. Den Rest habe ich behalten. Und das Foto müssen wir nämlich auch noch geben. So wie ich es eigentlich gesagt habe, dass wir das wahrscheinlich auch abgeben müssen. So, geben wir erstmal das. Du gibst der Richterin die Zeitungsausschnitte. Du versuchst die Richterin zu überzeugen, aber sie besteht auf mehr Beweismaterial. So, dann noch das hier. Du erzählst der Richterin, wie die Fotografie von Michael und Jesse Baines dir geholfen hat, das verdächtige Greg House zu finden. Sehr schön. Der kommt natürlich mit. Vielen Dank. Ja. Schauen wir das ganze Ding nochmal an. Der Durchsuchungsbefehl. Perfekt. Und dann zurück zum Haus. Ich habe aber das Gefühl, die werden weiterhin nicht auf uns reagieren. Die haben ja auch was zu verbergen. Also, ich bin ziemlich sicher, dass da... Naja, gut. Fahr mal ein bisschen durch die Gegend, beziehungsweise halt zurück. Nein. Da wollen wir nicht anhalten. Diesmal nicht. So, gleich sind wir wieder da. Dann bin ich mal gespannt. So. 17.18 Uhr. Ich übernehme die Rückseite. Ja, okay. Geh aber nicht die Treppe hoch, das ist etwas gefährlich. Nochmal anklopfen oder muss ich dessen Besuchungsbescheid dafür verwenden? Du musst einen anderen Weg finden, um den Durchsuchungsbefehl durchzusetzen. Aha. Ja, also das bringt nichts. Wahrscheinlich bringt das da auch nichts, oder? Nee. Einen anderen Weg. Das habe ich noch gesehen gehabt, dass wir wieder zur Richterin zurück müssen. Und ein Einsatzkommando organisieren müssen. Machen wir das nochmal. Das ist ein bisschen lästig jetzt, finde ich. Aber gut. Einsatzbefehl holen, Unterstützung halt quasi holen.
Und dann wieder zurück zum Haus. Das ist jetzt gerade ein Hin und Her gerade wieder. So kann man ein bisschen schneller fahren ohne Probleme. Es war Amtsmissbrauch eigentlich, aber gut. So, jetzt probieren wir es nochmal, ob das geht. Und danach weiß ich allerdings auch nicht mehr weiter. Weiter habe ich dann auch nicht gelesen gehabt. Ich sehe, dass Sie schon zurück sind. Hatten Sie ein Problem mit dem Haftbefehl? Nein, nicht mit dem Haftbefehl, nur mit dem Hineinkommen. Der Ort ist fast wie eine Festung. Es gibt nur einen Weg, um in das Haus zu gelangen. Ich brauche eine Spezialbewilligung, um den Motorisierten... Ja. Dann sagt sie, ich verstehe die Anordnung. In Ordnung, Offizier, ich vertraue Ihrem Urteilsvermögen. Ja, sehr schön. Keine Beweise, das passt. Kommt mit. Und jetzt weiß ich nicht weiter. Kann es sein, dass wir jetzt hat... ich glaube, ich habe gelesen gehabt, dass wir jetzt einfach wieder zurückfahren müssen und dann sind schon Einsatzbeamte dort. Ich hoffe, dass es auch so ist. Weil ich wüsste es nicht, wo wir die herholen. Aber ich glaube, das funktioniert von alleine jetzt. Also wieder zurück. Das ist gerade wirklich ein Hin und Her. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber gut, was soll's. Gibt Schlimmeres. Hätte man aber auch besser lösen können. Das haben sie in der VGR-Version, finde ich, besser gelöst, die ganze Fahrerei hier. Den ersten Teil hat allerdings dafür andere Probleme, wie zum Beispiel, dass es keine Tage gibt. Obwohl mehrere Tage vergehen, ist man die ganze Zeit nur im Einsatz zum Beispiel. Aber das ist eine andere Geschichte, das habe ich ja damals schon gesagt, als wir die VGR-Version von dem Spiel gespielt haben. So. Dank Richter Simpson ist der Rambock schon hier und einsatzbereit. Rambock, ach hier. So, jetzt sollten wir mal speichern. Ich glaube, das kann gefährlich werden. Geben Sie den Jungs das Zeichen, Sarge, und der Rambock wird sie aus den Angeln heben. Okay, gespeichert habe ich. Ich glaube nämlich, das wird jetzt gefährlich. Müssen wir dann einfach den Rambock so benutzen? Du gibst den Befehl, mit dem Rambock vorzufahren. Oh, hätte ich vielleicht die Waffe noch irgendwie ausrüsten sollen? Wahrscheinlich. Sollten wir vielleicht machen. Stehen bleiben! Das war gerade eng. Das war gerade eng. Hier speichere ich lieber nochmal. Gefahr!
Du empfindest ein Gefühl der Befriedigung, als du die Handschellen um die Handgelenke von Michael Baines legst. Ich übernehme ihn, Sunny. Okay. Aber ich schätze mal, wir sind noch nicht fertig. Schauen wir uns mal um. Das ist keine Zeit dafür. Sie ist vom Dezember, wenn du dich recht erinnerst. Ein großer Kamin dominiert den Raum. Zeitungen liegen zerstreut auf den Fußboden herum. Der Mann, auf den du geschossen hast, ist tot. Aber der hat auf mich geschossen. Die zerstörte Stahltür, ja, okay. Hat der irgendwie was dabei? Zeitungen? Sofa? Oh, Sofa geht anscheinend. Unter den Kissen findest du nichts. Ha, dachte ich mir, als er nur die eine Seite gemacht hat. Du schaust unter das schmutzige Kissen und findest eine Fernbedienung. Aha. Du untersuchst den Kamin, kannst auch nichts Brauchbares finden. Müssen wir jetzt tatsächlich Fernsehen? Man kann anscheinend immer nur eine Zahl drücken. Das ist gut, das sind wir auf jeden Fall schnell durch. Ah! Aha! Ich glaube, die anderen kann ich jetzt lassen. Die anderen kann ich lassen, okay. Was ist das für ein Ding? Auf Kanal 8 öffnet sich eine Geheimtür für so ein Teil. Ein Teil des Kamins hat sich verschoben und eine verborgene Treppe zum Vorschein gebracht. Dann gehen wir mal da runter. Es geht tatsächlich runter. Ha. Der Tisch ist voller Werkzeug, um Drogen herzustellen. In den Regalen befinden sich verschiedene Gegenstände. Das Kellergeschoss ist ein schäbig aussehender Ort, vollgezogen mit dem Duft eines Drogenlabors. Muss ich... Nee, aber ich sollte wahrscheinlich die Waffe wieder ziehen, oder? Ah, okay, keine Beweise zerstören. Kann ich irgendwas noch machen? Irgendwas müssen wir ja noch machen können. Aber hier scheint tatsächlich keiner mehr zu sein. Müssen wir dann wieder hochgehen? Wow! Jetzt auf einmal? Ja, klasse. Jetzt auf einmal ist einer aufgetaucht. Nachdem ich da wieder hochgehen wollte. Wann taucht er auf? Wann geht's hier jetzt weiter? Oh, da ist Pat. Du hast ihn erschossen. Warte einen Moment, ich werde nachsehen, ob er noch Lebenszeichen von sich gibt. Nein, diesmal können wir nichts machen. Wow! Ach du Scheiße. Glückwunsch, du hast nicht nur deinen Mordfall aufgeklärt, du hast auch einen gefährlichen Kult, der Greg hergestellt hat, gefunden und außer Gefecht gesetzt. Nun, alles, was noch übrig bleibt, ist der Papierkrieg. Du freust dich beinahe auf die Routine, die da auf dich zukommt. Es gibt etwas, was viel zu viel
Es gibt etwas, was zu viel Aufregung heißt. Zu viel Aufregung heißt. Okay, Pat hat anscheinend diesen Kult angehört und wollte mich auf jeden Fall jetzt erschießen. Also, dass es so weit geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte einfach gedacht, wenn mal Kokain oder so irgendwas ist, nimmt es ein bisschen mit, um es selbst zu konsumieren oder verkaufen oder keine Ahnung. Aber dass er tatsächlich auf uns schießen will, das fand ich schon etwas heftig. Und was wäre passiert, wenn wir, wenn ich das jetzt halt nicht nachgelesen hätte und dann vergessen hätte und dadurch diesen Kokain nicht gefunden hätte? Und dann wäre er jetzt nicht aufgetaucht und dann wären wir erschossen worden. Das heißt, es wäre wieder so eine richtig schöne Sackgasse gewesen, wo ganz am Schluss des Spiels auftaucht, weil du irgendwas vergessen hast. Naja, gut. Okay. Ah. Jetzt geht's weiter. Nun lassen wir aber die Aufräumungsmannschaften ihre Arbeit erledigen und die Schuldigen ihren traumlosen Schlaf schlafen. Für dich gibt es nun etwas Wichtigeres. Lass mich raten, sie ist schwanger. Woher wusste ich das jetzt nur? Die LPD heißt der Person und Berufe. Okay. Ja, auch nicht schlecht. So kann man natürlich auch die Credits ankündigen. Das finde ich gut. Ja, alles im Allen ein schönes Spiel, finde ich. Hat schon irgendwie wieder was gehabt. Wobei ich allerdings den zweiten Teil besser fand. Von der Story her, wie es alles miteinander verwurschtelt war und so weiter. Da fand ich den ersten Teil schwach. Den zweiten Teil fand ich richtig gut. Den dritten Teil war nicht schlecht, aber wie gesagt, der zweite hat mir besser gefallen. Was mir jetzt hier nicht so richtig gefallen hat, war tatsächlich, dass man so viel wieder vergessen konnte. Wie gesagt, wenn du das mit ihr vergisst, weil du einfach, ja, weil man es vergessen konnte quasi, konntest du tatsächlich in eine Sackgasse geraten und das Spiel nicht abschließen. Beziehungsweise du wirst immer sterben. Und sowas gehört eigentlich in keinen Adventure rein, meiner Meinung nach. Diese Sackgassen. Und die gibt es in diesem Spiel, ja, zumindest ein, zwei oder drei dieser Probleme gab es da drin. Gerade mit den, gerade mit ihr. Und es ist ja auch nicht so richtig gut gemacht eigentlich, weil so seinen Kollegen hinterher zu schnüffeln ist ja, naja, ich weiß auch nicht. Und dann, dass leider noch ein paar Bugs drin waren, zum Beispiel mit diesem Army-Trip, dass du da. Okay, das war jetzt keine Sackgasse, aber es hätte halt Punkte gegeben und vielleicht auch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen. Dass da nichts da war, das fand ich auch ein bisschen seltsam. Ja, also alles im Allen, teilweise ein bisschen durchwachsen, aber hat mir trotzdem gefallen. Wie gesagt, nicht so gut wie der zweite Teil, aber ich wiederhole mich. Okay, das war auch übrigens der letzte Teil, nicht der Police Quest 3, da gibt es noch einen vierten Teil, aber der letzte Teil mit Sonny Bonds. Der vierte Teil werden wir, keine Ahnung, irgendwie ein Detective spielen. Ein No-Name-Detective sozusagen. Der bisher noch nie irgendwie aufgetaucht worden ist. Der soll, glaube ich, auch nicht schlecht sein. Ich glaube, ich habe ihn sogar schon mal gespielt gehabt. Ja, ich glaube, ich habe ihn gespielt gehabt. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir dazu kommen. Also das wird noch ein paar Let's Plays wieder dauern. Aber machen tun wir den auf jeden Fall noch. Aber ohne Sonny Bonds.
Und ich glaube auch, Sonny Bond kommt auch nicht als Nebencharakter oder so da. Das ist wie wenn es der, ich weiß nicht, ob es eine andere Stadt, ich glaube, es ist auch eine andere Stadt, ich glaube, das ist Los Angeles oder sowas. Also komplett neu eigentlich. Aber gut. Beenden wir jetzt erstmal dieses Let's Play und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem neuen Let's Play wieder. Bis dahin sage ich mal Tschüss und macht's gut.